Aber ich finde solche Mindset-Bücher sehr cool. Man kann sich das auch im Flughafen schnurren. Ich hoffe einfach, dass die Leute am Flughafen korrekt sind. Die sind wirklich so ein Game-Changer. Merchandise, aber for the feeling. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob das alles in das Handgepäck passt. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute packen wir zusammen meinen Koffer. Denn ich werde alleine verreisen und da habe ich jetzt nicht die Chance, meine Sachen auch in einen anderen Koffer reinzuschmuggeln. Und bin nicht nur komplett für mich selbst zuständig, sondern ich habe auch wirklich nur Handgepäck. Also so Limit. Because wir sind Schwaben und Schwaben holen sich kein Gepäck. Denn das kostet Aufpreis. Ein weiterer Grund war für mich, dass ich nur eine Woche weggehe. Und es wird auch nicht so ein Schickimicki-Urlaub, wo ich dann abends Kleid anziehe oder sowas. Also es wird sehr praktisch und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video und let's go. Wir starten mit dem Wichtigsten und zwar der Gepäckauswahl. Ich habe hier so einen Hartschalenkoffer, den habe ich im Dreierpack gekauft. Ich versuche den mal rauszusuchen und unten zu verlinken. Allgemein versuche ich das mit allen Sachen. Und ihr seht schon, an meinem Koffer habe ich so etwas hier dran. Da steht mein Name, meine Adresse und alles Mögliche drauf, falls der Koffer verloren geht, dass man direkt weiß, zu wem der gehört. Den Koffer kann man auch zuschließen, würde ich aber nicht empfehlen, wenn ihr es als Aufgabegepäck macht. Denn falls euer Koffer kontrolliert werden muss, also aufgemacht werden muss, wird das einfach aufgeknackt. Und meistens ist dann der Koffer kaputt. Mein nächstes Gepäckstück ist dieser Rucksack von Captain & Son. Das ist tatsächlich auch mit der Fluggesellschaft, mit der ich fliege, die wirklich Höchstgröße, also die Maximalgröße, also die perfekten Maße, so dass ich den wirklich vollstopfen kann. Der hat auch eine echt gute eckige Form, sodass das gar kein Problem sein sollte. Zusätzlich zum Anhänger gab es diesen Umschlag für den Reisepass. Der Vorteil ist, ihr könnt das so machen, dass wenn ihr den öffnet, ihr direkt die Seite habt, die man immer vorzeigen muss und ihr nicht ewig raussuchen müsst. Und ihr könnt hier zusätzlich auch noch Kreditkarte oder was auch immer verschauen. Alles, was ihr halt braucht an Papieren. So verliert ihr nicht, er geht nicht groß kaputt und ihr habt ihn immer griffbereit. Wenn wir schon bei den Dokumenten sind, was für Dokumente ich mitnehme? Ich nehme zum einen den Impfpass mit, denn es kann sich so schnell gerade was verändern. Und ich glaube, es ist wichtig, den gerade mit sich zu führen, auch wenn er ja, soweit ich weiß, gerade in dieser Form gar nicht mehr gültig ist, sondern auch die Online-Version. Ich führe ihn einfach sicherheitshalber mit. Ich verstehe aber auch, wenn welche sagen, hey, ich lasse ihn zu Hause, weil ich möchte nicht, dass er verloren geht. Des Weiteren nehme ich meinen Führerschein mit, denn ich werde dort vor Ort auch ein Fahrzeug mieten. Und dafür brauche ich meinen Führerschein. An sich ist es auch gut, den immer mitzuführen, falls ihr halt spontan irgendetwas mieten müsst oder wollt. Falls ihr noch einen Personalausweis habt, dann nehmt den auch mit. Ich habe meinen leider verloren. Aber ich denke, ich komme auch mit meinem Reisepass durch. Ich muss mein Perso echt neu beantragen. Und die wichtigen Papiere kommen hier auf jeden Fall rein. Um den Urlaub auch richtig genießen zu können, nehme ich auch noch ein Buch mit. Das ist mein Ziel, das in dieser Woche durchzubekommen. Und ich bin echt keine wirkliche Leserin. Also ich lese echt sehr, sehr selten. Aber ich finde solche Mindset-Bücher sehr cool. Und ich habe das bei einer anderen Bloggerin gesehen als Empfehlung und fand das eigentlich ganz nice. Deswegen habe ich mir das jetzt einmal geholt. Ich weiß noch nicht, ob es eine Empfehlung ist, aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und daher, dass ich ja ganz alleine in dem Urlaub bin, denke ich mal, dass ich auch öfters lesen werde. Möchte natürlich schon im Flugzeug lesen. Als nächstes machen wir weiter mit Hygieneprodukte. Das ist tatsächlich auch die Produktgruppe, wo ich immer das meiste Gewicht habe. Da ich mich aber in diesem Urlaub nicht wirklich schminken werde, hält sich es diesmal zum Glück in den Grenzen. First of all sind solche Taschen super praktisch, wo ihr das Ganze drin verstaut, sodass das Zeug nicht lose im Koffer liegt. Meine sind aus Stoff, aber es gibt auch welche so aus, nicht wirklich Plastik, aber ihr wisst, was ich meine. So, dass wenn halt Flüssigkeit drin ist, man das easy wegwaschen kann. Und da das Handgepäck ist, müssen wir natürlich alle Flüssigkeiten in einem 1-Liter-Beutel verstauen. Ich habe dafür einfach diese wiederverwendbaren Gefrierbeutel genommen. Ich weiß noch nicht, ob die durchgehen. Ich habe das damit noch nie gemacht. Ich versuche es einmal. Wenn nicht, wird das nicht so viel Platz in meinem Koffer wegnehmen. Und ich nehme eins vom Flughafen. Die bieten das ja allen immer an, falls man so etwas nicht dabei hat. Man kann sich das auch im Flughafen schnurren. Good to know. Handgepäck bei Flüssigkeiten kann man nur bis zu 1 Liter Flüssigkeit insgesamt mitnehmen. Also wenn man von allen Flüssigkeiten die Milliliteranzahl des Produktes zusammenzählt. Dabei zählt aber nicht, wie viel noch in deinem Produkt drin ist, sondern was hinten drauf steht. Und jedes einzelne Produkt darf nicht mehr wie 100 Milliliter haben. Und ganz wichtig, ihr könnt es jetzt nicht einfach mega klein abfüllen, könnt sagen, ja, aber das sind ja niemals 100 Milliliter. Es muss wirklich draufstehen, sonst werfen die das eiskalt weg. First of all, Zahnpasta. Hätte ich jetzt auch noch eine kleinere kaufen können, aber es gab keine umweltfreundliche, vor allem ohne Fluid, in Mini-Format. Deswegen habe ich die jetzt einfach mitgenommen. Sonnenschutz mega wichtig, das ist jetzt nur fürs Gesicht, aber ich werde es einfach für den ganzen Körper verwenden, weil ich keine kleinere Version davon gefunden habe und ich diesen Sonnenschutz mega nice finde. Der ist vegan, korallenfreundlich und hat gute Inhaltsstoffe. Wir wollen ja nicht die Meere zerstören. Dann Gesichtspflege, einmal ein Serum und einmal eine Creme. Die Creme könnte ich rein theoretisch auch weglassen wegen der Sonnencreme, die auch pflegt, aber solange es reinpasst, nehme ich es mal mit.
Dann haben wir noch Abschminkzeug. Das habe ich noch nie genommen, aber ich habe irgendeins gesucht, das halt einfach klein ist. Ja, ich habe mich nicht so sehr schminken, aber das bisschen, was ich mir schminke, möchte ich auch wieder runterbekommen. Hier kommen wir auch schon zu meinem Schminkprodukt, und zwar ein Concealer. Der hat natürlich auch Flüssigkeit, der muss da auch rein, ist aber klein und kompakt. Und für meine Augenbrauen habe ich noch den hier gefunden. Der ist besser wie diese große Packung und ist auch super kompakt zu mitnehmen. Jetzt muss eigentlich nur noch die Packung zu, damit es zählt. Ich muss aber ehrlich sagen, sie wird nicht zugehen, also nicht komplett. Ich hoffe einfach, dass die Leute im Flughafen korrekt sind. Weil es ist ja eigentlich schon zu so. Was kann ich dafür, dass der Deckel so groß ist? Ich hoffe, die sind da einfach nett und machen wegen diesem kleinen Ding hier eine Ausnahme. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo ist denn dein Shampoo? Nein, ich nehme nicht die aus den Hotels, sondern ich habe feste Produkte. Das bedeutet, es sind keine Flüssigkeiten, ihr könnt die ganz easy mitnehmen. Und die sind auch super kompakt. Das ist einmal mein Shampoo und das ist einmal eine Duschbutter, also Körperpflege für Feuchtigkeit. Was auch wichtig ist in der Sonne, vor allem wenn man Sonnenbrand bekommt, was ich denke, was ich bekommen werde. Das Ganze packe ich separat hier einmal rein. Und auch mein Deo ist keine Flüssigkeit. Einmal kurz zuschrauben, dann kann man das hier easy rausmachen. Hier steht übrigens auch eine Grammzahl drauf und keine Milliliterzahl. Deswegen ich das Ganze einfach so in den Koffer packen kann. Davon gibt es auch extra eine Reiseversion. Die habe ich leider noch nicht. Die ist noch ein bisschen kompakter. Statt super viele Wattepads habe ich auch einfach ein wiederverwendbares. Davon brauche ich auch wirklich nur eins in der Zeit, weil ich ja wirklich nicht viel Make-up dabei habe. Apropos Make-up, ich habe natürlich auch noch ein Puder. Das empfehle ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe das einfach schon seit Jahren. Einfach um den Concealer nochmal drunter zu fixen. Für das Puder noch ein Pinsel. Und eine Lippenpflege darf natürlich auch nicht fehlen. Die packe ich aber ebenso ins Handgepäck. Eine Bambuszahnbürste. Danke übrigens für eure Empfehlung. Ich bin mega in love. Es ist auf jeden Fall nicht so eklig wie normale Holzzahnbürsten, sondern ist wirklich angenehm und fühlt sich nicht so holzig im Mund an. Und ein Rasierer. Ich nehme hier aber speziell den Rasierer und nicht den Rasierhobel. Aus dem Grund, da ich meine Beine in letzter Zeit schon öfters epiliere und so eigentlich meine Beine gar nicht groß rasieren muss, sondern eher meine Achseln. Und da fühle ich mich wohler mit dem Estrit, weil da habe ich wirklich Angst, mich zu schneiden. Ich habe mich zwar noch nie mit dem Rasierhobel geschnitten, aber ich habe trotzdem Angst. Und wenn es so warm ist, mache ich mir meistens auch etwas höher sitzende Frisuren. Deswegen habe ich alles mögliche Frisuren dabei. Einmal normale, dicke Haargummis, sowie solche kleinen. Und ein Scrunchie. Den will ich wahrscheinlich aber eh so an der Hand tragen. Dazu habe ich aber noch solche Bobbypins und solche Haarnadeln. Falls ich mir einen Dutt oder sowas habe, ich habe da wie gesagt ein paar mehrere, falls man auch was verliert. Dazu noch so ein Stielkamm. Und ich hoffe, ich werde wegen den nicht rausgezogen, weil der halt spitz ist. Aber ich denke, das müsste eigentlich klar gehen. Und noch so ein Haarabtrenner. And last but not least eine Haarbürste. Des Weiteren habe ich noch einen Spiegel, eine Augenbrauenzange und so einen kleinen Gesichtshaarrasierer. Der ist echt gut fürs Bettchen. Das Shampoo habe ich da jetzt noch mit reingepackt und das ist alles, was wir brauchen. Zu Hygieneartikeln zählen aber auch noch Menstruationsprodukte. Und leider kriege ich genau zu der Zeit des Urlaubs meine Periode. Ist vielleicht auch ein super Beispiel, um euch zu zeigen, dass man Periodenunterwäsche auch super im Urlaub tragen kann. Wie ihr seht, das Ding ist schon relativ voll. Ich habe da schon ein paar drin. Das sind drei Stück. Alles das Klassikmodell und nochmal zwei im Hugger-Style. Zusätzlich habe ich hier noch ganz viele Notfallprodukte. Und da habe ich jetzt alles reingepasst. Wenn die Periodenunterwäsche benutzt ist, werde ich sie einfach auswaschen im Waschbecken, trocknen lassen und danach einfach luftdicht verschließen. So kommt auch, wenn Geruch entsteht, nichts nach außen. Ich nehme auch noch ein Handtuch mit. Das sind diese typischen Decathlon-Handtücher, die super schnell trocknen und auch sehr klein faltbar sind. Empfehle ich wirklich jedem. Die sind wirklich so ein Gamechanger. Ich habe jetzt hier einmal die Größe XL, es gibt aber noch L, M und S. Also ihr könnt auch ganz entscheiden, wie groß das Handtuch dann sein soll. Kommen wir zu der Kleidungsauswahl. Wir fangen mit dem Accessoire an. Ich nehme auf jeden Fall diese Cap mit. Die ist von Robert Mark Lehmann. Das ist so Merchandise, aber ich finde die echt sehr cool. Und es zeigt direkt, dass ich für den Tierschutz stehe. Einzige Doofe ist, die hat da hinten nicht so ein Loch für so einen Zopf. Und ich trage halt echt sehr gerne einen Zopf. Für die eine Woche nehme ich 5 Unterhosen mit. Da, dass ich ja eigentlich auch meine Periodenunterwäsche habe. Aber man weiß ja nie. Deswegen nehme ich einfach mit. Guck mal, die sind auch so klein. Das macht nicht viel aus. BH-technisch werden es tatsächlich nur 2. Eine Hautfarbe und einen schwarzen. Total praktisch einfach. Und einen Klebe-BH. Die trage ich übrigens in letzter Zeit eigentlich auf Daily-Basis, weil die einfach so nice sind. Und nochmal 5 Paar Socken. Wir fangen erstmal mit einem Schlaf-T-Shirt an. Dann habe ich noch so einen Teiler wie zum Beispiel ein Jumpsuit oder 2 mega leichte Kleider. Falls ihr übrigens alles getragen sehen wollt, dann folgt mir doch einfach gerne auf Insta, da werdet ihr es ja dann sehen. Die sind von Gewicht her halt auch null schwer. Dann nehme ich einmal diesen blauen Bikini mit und diesen weißen. Mir war es wichtig, halt 2 zu nehmen, falls der eine nass ist, dass ich den anderen anziehen kann. Ich habe 3 Oberteile, ein schwarzes Basic-Top, ein weißes Basic Top, das ist von TVO. Und nochmal ein schwarzes. Das, was ich gerade hier anhabe, überlege ich mir auch mitzunehmen. Könnt ihr mir einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass das sich lohnt mitzunehmen. Dazu brauche ich jetzt natürlich nur Hosen zum Kombinieren. Da habe ich einmal so eine schwarze, eine lockere weiße,
etwas mit mehr Muster und noch eine ungebügelte Jeanshose. Und die Jacke, die ich gerade anhabe, wollte ich auch mitnehmen, einfach falls es irgendwie abends kalt wird und ich ja unterwegs noch bin, dass ich die einfach schnell drüber ziehen kann. Dazu muss man aber auch sagen, dass mein Flieger-Outfit dann eher nochmal so dickere Kleidung ist. Da ziehe ich nämlich diese Jogginghose an mit dem Pulli von Marcello, den er extra für mich mit seinem Parfüm eingesprüht hat. Und mein letztes Accessoire ist diese Sonnenbrille, die ich aber wahrscheinlich eh nicht tragen werden kann, weil ich keine Kontaktlinsen habe. Ich habe mir immer noch keine geholt. Und wenn ich halt rumfahre und so, muss ich halt was sehen. Und ich würde es mir auch nicht zutrauen, ohne Brille zu fahren, weil ich wirklich sehr schlecht sehen kann. Deswegen werde ich eigentlich die ganze Zeit meine Brille aufhaben. Aber for the feeling! Und jetzt kommen wir zu dem größten Thema, und zwar Technik. Und das ist bei mir halt immer so viel, weil ich euch ja auch mitnehmen möchte. Ich möchte euch ja auch alles zeigen und alle möglichen Content-Arten präsentieren. Ob es mit der nice Kamera ist, die wir hier gerade haben. Die hat so einen geilen Blurry-Effekt. Ich liebe es. Ob es mit der kleinen Vlogging-Cam ist, ein Vlog. Oder auch mit dem Handy ein paar TikToks. Dafür brauche ich halt so viel Equipment, so viel Ladekabel. Es ist crazy. Wir starten mit dem größten, und zwar dem Stativ. Das ist zwar relativ leicht, aber es nimmt einfach super viel Platz weg. Und ein weiteres Problem ist, dass, weil es halt so leicht ist und so instabil, hält meine Kamera auch nicht perfekt drauf. Also die rutscht immer etwas ab. Da muss ich noch eine Lösung finden, wie ich das gut hinbekomme, weil sonst lohnt sich ein Stativ auch nicht zu 100%. Es kommt aber auf jeden Fall mit und passt tatsächlich auch gerade zu dem Koffer. Dazu kommt noch ein kleines Stativ, dass ich halt vloggen kann. Da kommt dann nicht nur die Cam drauf, sondern ich kann auch mein Handy da drauf schrauben und mein Handy jederzeit irgendwo hinstellen. Das hier ist dann auch diese Handyhalterung sozusagen, dass ich mein Handy da drauf machen kann. Die große Kamera, die ich gerade mitnehme, die habt ihr hier gerade. Die kommt aber natürlich dann auch noch mit. Das ist meine kleine Vlogging-Cam, mit der ich auch ab und zu so Videos drehe. Das ist die Sony ZV-1, falls es jemanden interessiert. Bin ich auch mega zufrieden mit. Findet ihr auch echt immer unten bei mir in der Videobeschreibung unter meinem Equipment. Da habe ich übrigens allgemein immer mein Equipment für euch verlinkt. Falls es euch interessiert, ihr vielleicht auch mit YouTube oder sowas starten wollt und euch fragt, was für ein Equipment man braucht. Zusätzlich habe ich noch eine Powerbank, die reicht für zweimal aufladen. Und natürlich auch meine AirPods. Die zwei Sachen müssen auch unbedingt in den Rucksack. Weil ich vloggen möchte, kommt die natürlich auch in mein Handgepäck. Um alles aber verarbeiten zu können, brauche ich mein MacBook. Ich habe leider den Pro, also den großen. Der geht auch nicht mehr so perfekt, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, wenn ich mir den nächsten holen werde, werde ich mir auf jeden Fall so einen Air holen, so einen kleinen, weil der einfach nicht nur leichter ist, sondern auch geschickter zu mitnehmen. Denn der passt tatsächlich nicht in den Rucksack. Den muss ich in meinen Koffer packen, damit ich den überhaupt mitnehmen kann. Für den brauche ich aber auch Adapter, sowie eine Festplatte, wo alles drauf ist bezüglich Videoschnitt. Für die ganze Technik, die ich dabei habe, brauchen wir natürlich auch Ladekabel. Dafür habe ich extra so eine Steckdose, wo mehrere Dinge reinpassen. Handy-Ladekabel, Apple Watch-Ladekabel, MacBook-Ladekabel, Kamera-Ladekabel sowie Kamera-Akku. Ey, das mit der Technik, das ist jedes Mal. Gibt es da irgendwie eine einheitliche Lösung? Ein Ladekabel, eine Kamera, die für alles gilt? Last but not least ist bei mir Sonstiges. Zum einen eine Trinkflasche, die ich dann hoffentlich überall auch mit Wasser auffüllen kann, sodass ich auch immer Wasser mit dabei habe. Kann man auch super bis zum Flughafen einfach was drin haben, das dann halt leer trinken bis zu der Sicherheitskontrolle und dann kann man die auch easy mitnehmen. Cranberry-Tabletten sind für mich auch so ein Must-Have, falls ich eine Blasenentzündung bekomme. Vor allem, weil ich halt viel mit Wasser dort in Kontakt komme, ist das nicht ganz unwahrscheinlich. Und noch Snacks für unterwegs oder auch, wenn ich dann abends einfach da sitze und ein bisschen Heißhunger bekomme, dass ich was zum Snacken habe, was mich auch sättigt, weil ich habe ja nicht mal einen Kühlschrank, an den ich die ganze Zeit ranrennen kann. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob das alles in das Handgepäck passt. Beim Kofferpacken habe ich darauf geachtet, dass ich die Klamotten eingerollt habe. So habt ihr viel mehr Platz, weil da nicht so viel Luft dazwischen ist. Ihr könnt da auch mehrere Klamotten aufeinander liegen und die zusammen einrollen. Durch die Rolltechnik knittert es auch nicht so schnell. Sowas wie Bikinis, Unterwäsche und Socken mache ich immer separat, weil da kann ich die dann auch am Schluss rein tun, wenn die gebraucht sind. Auf die andere Seite kommt dann noch die Hygieneprodukte sowie die ganze Technik und ihr seht ja, die beansprucht sehr viel Platz. Das Ganze ging aber super zu, ohne große Mühe und in meinen Rucksack kamen dann noch die Reste. Und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen oder inspirieren bei eurer Urlaubspackplanliste. Und dann würde ich sagen, begleitet mich gerne auf meine Reise. Auf Instagram nehme ich euch natürlich mit, dafür ist ja auch das ganze Kamera-Equipment. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch.